Aufnahme läuft. Hey Leute. Hallo Leute. Und Arma 3, altes Live, ja. Grandelwart wird verhört und ich höre fröhlich zu. Sag, du hast deine Grafik total runtergeschraubt wegen den Frames und das hast du es einfach nicht erkannt. Keine Ahnung. Wirst du entweder ein Verwarngeld erhalten oder wenn du dieses nicht zahlen möchtest, wirst du ein bisschen nicht. Das muss sein Knast. Aber was weiß ich denn, ob mein Freund irgendwie Polizist ist oder nicht? Du musst in den Knast, weil ich ein Polizeiauto klau. Ich meine, das kann man eindeutig erkennen. Nur weil du eine Krawatte anhast hier? Glaub nicht. Außerdem habe ich ihn ja nicht gesehen. Ich habe ja nur das Auto gesehen. Und das Auto war sowas von dunkel, weil es im Schatten stand. Und meine Grafikdetails sind mega unten. Weil das Spiel einfach null Frames hat. Wie kann ich denn wissen, ob... Also ohne Scheiß, ich bin in dem Spiel neu. Was soll ich denn machen? Und habe ich die Straftat begangen oder war das mein Typ? Mein Typ, mein Typ! Und ganz einfach. Einfach mal anschreiben und dann den richtigen zur Rechenschaft ziehen. Du sagst, dass du neu im Spiel bist, aber ich denke mal, du wirst ja wohl erkennen können, was hier im Polizeiauto ist. Mach einen auf Mitleid. Entschuldige dich tausendmal, du wolltest nichts Verbotenes machen, es tut dir unendlich leid, bla bla bla. Ja, aber ich weiß doch nicht, ob mein Freund dich Polizist ist, ich weiß es doch gar nicht. Genau, sei verzweifelt. So, lecker. Hustenbonbon. Ja, er hat mir einfach nicht gesagt, dass das ein Polizeiauto ist. Ich hab's ja nicht gesehen und, Mann, ich wusste doch nicht, dass das verboten ist. Sehr gut, sag mal ganz offen und ehrlich, wie viel Geld hast du gerade? Gar nichts, ich bin neu. Ich bin einmal hat er mich ja erschossen, das heißt, mein ganzes Geld, was ich vorhin abgeholt habe, ist weg. Du müsstest jetzt 2.000 oder 3.000 auf der Bank haben. 2.000 oder 3.000 auf der Bank. Okay, dann sage ich jetzt Herrn Knödel, dass er dir ein kleines Ticket basierend auf deinem Guthaben, was du mir gerade gesagt hast. Ich guck auch gleich nochmal nach. Also, ja. Nice. Dann vergessen wir das mal so weit, du sprichst bitte nicht mehr. Ich freue mich. Bäm, Alter! Dann belassen wir das jetzt hier bei, weil wir können ja nicht eine Stunde rumdiskutieren, das geht einfach nicht, ne? Okay. Also ich habe 2.000 auf dem Konto und dabei irgendwie 100 oder 200 oder so, habe ich gerade geguckt. Feine Sache, ey. Kollege Knödel? Kollege Knödel. Ja. Das klingt so wie Benny Buchsbaum. Okay. Oder Hildegard Knetfeld. $250. Okay, ich hab bezahlt, glaube ich. Sauber, ey, sauber. Richtig geil. Oh Mann, Alter. Also, kannst du ja gerne nochmal auf mein Konto nachschauen, aber wie gesagt, also ich hab da nichts. Und das, was ich gesagt habe. Wow, lauter Wind. Und du stehst wo, oder was? Ich stehe an der Tankstelle hinter einem Häuschen und schaue euch zu. Ich habe den Sound komplett laut gedreht, um alles zu hören. Also wenn ich jetzt ganz gemein wäre, würde ich natürlich rufen. Nee, nein, mach das bitte nicht. Das mache ich jetzt nicht. Ich bin ja sozial, ich bin ja ein sozialer Mensch. Zudem haben sie mich hier wieder freigelassen, weil ich war es ja nicht. Nö, du warst es ja nicht. Genau, ich wollte nur gucken, was da los ist. Dass er nicht gemerkt hat, dass du das warst, Alter. Keine Unglaublich. Ahnung. Unglaublich, wie du mein Glück da... war halt, weil du weggerannt bist, ne? Ja, klar. Du hast es ja auch versucht, oder? Ja, der hat mir halt instant getasert. Ich konnte ja gar nicht mehr wegrennen. Er ist mir übrigens hinterhergelaufen. Also dadurch hat er uns gefunden. Er ist mir hinterhergelaufen. Rosaner Hello Kitty-Scheiß. Ja, wahrscheinlich. Also das ist jetzt zu leise. Audio. Machen wir so. Okay. Ja. Ja, das wäre vielleicht ganz dumm, nett. Dumm. Nämlich zurück nach Kavala. Warte, ich will mitfahren. Ich bin Tourist. Ja, dann komm hier hin. Danke nochmal, ne? Hey, Officer, Entschuldigung, Officer. Officer. Ich kann ihn jetzt festnehmen, Alter. Officer? Ist das hier eine Eskorte? Ja. Dürfte ich da vielleicht bitte mitfahren? Bis nach Kavala nur? Da musst du den Ball fahren. Wen muss ich fragen?
Kannst mit reinspringen. Ach super, danke schön. Das ist so unfassbar. Das ist so unfassbar. Du bist der perfekte Kriminelle, Alter. Ich hab zwar einen auf den Batz gekriegt, aber ich bin auch frei. Ja, komm, das zwei. Die Polizei, oh, warum hab ich das so 250, was ist das schon? Ja, ohne Scheiß. Ich wollte mich mal bedanken für ihre tolle Polizeiarbeit. Also wirklich sensationell. Ich bin da gefangen genommen worden. Jetzt bin ich wieder entkommen. Bin mitten irgendwo in der Pampa und dann steht da ein Polizeiwagen und bringt mich hier wieder in die Stadt. Das ist so super. Vielen Dank. Kannst du Kevin mal sagen, dass du mal wieder rüber hast? What the fuck? Kevin? Der für ein Mikrofon. Der kennt uns. Ich verstehe sie ganz schlecht. Ich verstehe ihn gar nicht. Ja, ich auch nicht. Entweder hat er jetzt gesagt, kannst du Kevin mal sagen, er soll wieder bla bla bla? Also ich habe gar nichts gehört, weil er einfach sein Mikrofon an der Waschmaschine hängen hatte, während er gesprochen hat. Und den wurden wieder gefangen genommen. Das weiß ich nicht mehr. Das ist schon wieder zu lang her. Oh fuck, du wärst besser, dass du mit Brain, fuck, sag mal Brain. Wie bitte? Der Brain-Typ. Wo denn? Brain-Fuck oder Brain, irgendwas mit Brain war das. Brainmaster, ja. Der Brainmaster, genau. Was, ist der bekannt? Ja, kann man so sagen. Okay. Sorry, Brainmaster, es war Zufall. Sorry, Brainmaster. Du warst der Erste in der Liste, den ich aussprechen konnte. Einfach nur gut. Dieser Brainmaster hat voll die Arschkarte. Ich liebe das Spiel. Und Alter. Ich, der Polizeiautodieb, werde sogar noch zurück in die Stadt gebracht. Das Spiel ist einfach toll, ey. Wenn der Regen jetzt noch lauter wird, dann zerreiße ich meine Ohren. Ich habe keine Regen mehr. Okay, vielen Dank. Auf Wiedersehen. Dankeschön. Knödel, geh weg. Das war cool. Das ohne Scheiß. Passiert. Das Spiel ist einfach nur toll. Oder was? Wir haben eine Eskorte bekommen. So. Okay. Ist das vielleicht Brainmaster? Nein. Das ist wie ein Escort-Service, weißt du? So in etwa ist das. Ich muss jetzt nur mal abhauen, weil ich diesem Knödel nicht trau. Nicht, dass der noch was rauskriegt und mich dann doch tasern will. Ist der hier? Ja, ja, der ist noch da. Du bist festgenommen wegen Drogen. du bist festgenommen wegen Drogen. Du stehst auf der Fahndungsliste. Mann, das wollte mein Glück. Ja, so ist's richtig. Nehmen Sie den Schmierenfink mit. Weg mit dem Verbrecher. Weg mit ihr Abschaum. Solche Leute tun uns bösen Bürgern, braven Bürgern nur Schaden. Wie komme ich dann sofort in den Knast oder wie komme ich geklärt? Wie komme ich dann sofort in den Knast? Sauber. Einfach nur gut. Was macht er hier? Also, fast verschluckt. Ich habe immer noch 7 Dietriche. Ja, hast du dabei gehabt? Ja. Ja, dann würde ich sagen, glaub uns das nicht, Polizeiauto. Absolut. Wo ist der? Der ist weggefahren. So einen Lastwagen hätte ich aber auch gerne. Der scheint hier zu parken. Alter, habt ihr das Klatschen gehört? Ja, was war das? Das war real-life-mäßig hier so eine Mücke, Alter. Lol. Eine Klatschmücke oder was? Ja, so eine. Oh, Alter, der Polizeiwagen kommt wieder. Polizeiwagen ist da. Wo? Okay. Der fährt hier gerade vorbei einfach. Ich kaufe mal Dietriche, ne? Wo ist denn der Knödel? Ach, die haben bestimmt den Knödel jetzt abgeholt. Wo bist du denn überhaupt? In der Nähe des LKWs und da ist keiner mehr. Jetzt könnte man ihn knacken. Aber stell dich nicht hier davor, stell dich an die Wand, dass die vom Markt aus dich nicht sehen. Okay, mach ich das oder du? Ja, mach du mal, dann decke ich dich heute. Aber irgendwie fühle ich mich unwohl dabei, aber gut, egal, ich mach's. Ich weiß aber nicht mehr, wer die Besitzer waren. So. Lalala. Also noch kommt keiner. Ich mach hier gar nichts. Nee. Der Dietrich ist natürlich abgebrochen. Ich kann natürlich kein Glück haben. Und ich das Polizeiauto beim ersten Mal gleich. Und wie du ihn belabert hast, dass du freigekommen bist, das ist unglaublich. Ich habe eigentlich nicht damit gerechnet, dass ich damit durchkomme. Ich auch nicht, Mann. Aber so geil. War dann so genial.
Natürlich ist er wieder. Ich glaube, da kommt einer, okay. Ja. Glaube ich. Hi. Nee, doch nicht. Falscher Alarm. Okay. Was machst du hier? Schau mal in seinen Rucksack. Das sieht er ja. Keine Spende, Gebruch. Okay. Falscher Alarm, mach weiter. Ja, mach ich. Lalalala. Du hast echt keinen Regen, ja? Ja, ich hab einen Schlüssel. Okay. Ich hab's auf. So, ich mach's mal auf. Dann fahr einfach vorwärts, ich komm da gleich nach. Ja, warte. Ja, wie er sich vor die Fahrertür stellt dazu. Okay. Alter, ist der träge. Ja, fahr weiter. Wohin denn? Weiter. Ich bin schon ein Stück weiter gelaufen. Okay. Aber fahr nicht in mich rein, wenn's geht. Alter, jetzt ist der abgebogen. Ja, wo ist sonst? Rechts, bieg rechts ab, rechts. Okay. Ach, mach dein Licht an. Lights on. Boah, ist das hell. Sperr auf. Ach so, ja. Der Motor hört sich aber nicht so rund an. Du müsstest reinkommen jetzt. Nein. Da ist ein Polizist. Fuck. Hallo. Hey. Ach, das ist ein Dieb. Nee, das ist ein Dieb. Ich hab kein Geld dabei, du Vollidiot. Spar dir den Scheiß. Hat er dich ohnmächtig geschlagen? Hopp, hau ab, Trottel. Hättest du das gesagt, Mann, ich hätte ihn überfahren, Mann. El Razor, Idiota! Und jetzt schießt du mich wahrscheinlich noch ab. So, und jetzt? Versuch ihn abzuschießen, zu überfahren. Was willst du jetzt machen? Kannst du nicht sprechen? Bist du schüchtern oder was? Wo ist der Typ? Der läuft vor mir rum. Los, mach ihn platt. Ich weiß nicht mehr genau, wo es war. Da, genau da, da, ja, da, da, da. Ach, links. Ach, bist du dumm. Du bist genau an ihm vorbeigefahren. Ja, ich weiß, ich hab schon gesehen. Er läuft dir hinterher. Ich weiß. Er ist nach links abgebogen. Ja, ich versuche ihn zu überfahren. Ah, jetzt ist er da ins Gebäude rein. Er kauft sich irgendwas da im Gebäude. Wir brauchen Waffen, Mann. Da ist er. Ach, scheiße. Vorsicht, Dudu. Oh, jetzt knallt er dich ab. What the fuck? Wie heißt der dann? Schreibe ich ein Ticket. Ja, schreib mal schnell ein Ticket. El Razor. So, Z, Handy. Zentrum von Kavala. Wie heißt jetzt Razor, was? El Razor. El also. Razor. Doch, schießt mit einer Waffe herum. Ach, scheiß Leute. Caps Lock. Und, naja, hat dich überfallen. Und dir viel Geld gestohlen. Würde ich einfach sagen. So, an Polizei. Oh, fuck. Er schießt mich wieder an. Ich hab mal geschrieben. Wenn ich wüsste, wo er ist, ne? Läufst du hier rum? Das war ich, ja. Komm hier rein. Schnell. Ich kann nicht einsteigen. Er ist hinter uns. Warum kannst du nicht einsteigen? Keine Ahnung. Er rennt da hinten rum. Bist du sicher, dass du aufsperrst? Ja, es ist aufgesperrt. Am Hospital ist er. Beobachte ihn. Ah, er kommt in meine Richtung. Der will sich anschleichen. Dann kommen die Cops. Ja, super, jetzt lauf hier deppert rum. Ja, hast du schon geschrieben? Schießt er wieder? Er ballert wieder. Lol, da kommt noch so ein Truck. Ja. Hey, hallo. Und noch einer. Könnt ihr mal versuchen, den zu rammen. Hey, hallo. Keiner hält an für mich. Was würde passieren, wenn ich versuche, den zu rammen? Weiß ich nicht, dann hast du ihn gerammt. Bist du der hier rückwärts gegen die Wand fährt? Ja, das war ich. Könntest mal ins Inventar schauen, vielleicht haben die da fette Sachen drin, wo die gerade gearbeitet haben. Gute die wir Idee. Dann verkaufen könnten oder so. Wie schaue ich mir das Inventar an? Muss ich Alter, hier ne? sind 4 LKWs unterwegs. Ja, ich fahre damit in der Reihe. Ich fahre mal nach hinten und versuche die mal so ein bisschen zu rammen.
Oder what the fuck? Kamikaze Bart, schiebst du den weg? Oh, ja. Polizeiauto ist da. Hör auf, hör auf, hör auf. Polizeiauto. Polizeiauto fährt mir, glaube ich, hinterher, oder? Nee, ich renn da mal hin. Beschwer dich still beim Officer. Beschwer dich still beim Officer. Officer, ich hab sie gerufen. Der war beim Krankenhaus, der Kerl, der hier rumgeschossen hat. Weißt du, wer das gesehen ist? Bitte? Er schießt wieder auf den schießt wieder auf den roten LKW, schießt er. Ach, da ist wieder der Officer. Officer, ich verstehe kein Wort, weil mein Mikrofon so schlecht ist. Ah. Also, die laufen jetzt in die Richtung. Oh fuck, das Quad, Alter. Halt ihn in den Schacht. Ja, soll ich wieder dahin fahren? Ja, ja. Ich könnte jetzt voll das Polizeiauto rammen, ne? Und ich könnte das Polizeiauto klauen. Das bin ich, das bin ich, das bin ich. Okay. Nicht platt machen, nicht platt machen. Willst du das echt klauen? Nee, ich glaube nicht. Diesmal nicht. Nee. Ist mir aber trotzdem. Überleg mal zweimal das Polizeiauto klauen. Du, unsere Folge wäre voll. Okay, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Bei der nächsten Folge seht ihr, ob sie den Kerl erwischt haben oder nicht. Genau. Wishing. Tschüss.